Jetzt kommt ein ganz besonderer Augenblick. Ich darf auf einer Teststrecke das schnellste und stärkste Auto der Welt fahren. Yes. And I'm allowed to drive it by myself. Let's go. Oh. Ich bin Omid, der Luxusautohändler eures Vertrauens. Und wir sind mal wieder nicht in Viernheim. Nein, wir sind am Flugplatz in Mannheim, weil für uns geht's heute ab nach Kroatien zu Rimac. Wir kriegen den Rimac Nevera präsentiert und wahrscheinlich kaufen wir sogar das Auto für über 2 Millionen Euro. Aber jetzt heißt es erstmal Flugzeug rausholen. Wir fliegen nämlich nicht mit einem Airliner. Nein, wir fliegen selbst. Ah, Sesam, öffne dich. Nein, das ist Kevok, nebendran, das ist der Flieger. Und dann geht's für uns ab nach Kroatien. Ich sehe euch gleich wieder. 7, 8, 9, 10. Takeoff time? 33. After takeoff checklist completed. Perfekt. So Leute, wir sind jetzt über den Wolken. Schaut euch das an. Wir sind somit jetzt auch über dem Wetter. Die Wolken sind unter uns und es sieht einfach nur traumhaft aus. Es geht nach Zagreb. Ich sitze hier als Co-Pilot. Ich habe eine kleine Fluglizenz, die nennt sich PPLA, das heißt, ich darf kleinere Maschinen nach Sichtflug fliegen, das heißt, ich darf überall dorthin fliegen, wo ich was sehen kann. Ich darf aber nicht die Maschine hier fliegen, die der Götz heute fliegt. Götz fliegt nach IFA-Regeln, das heißt, er fliegt quasi nur nach Instrumenten und dürfte dann auch durch Wolken und alles fliegen, was ich im Moment noch nicht darf. An der Lizenz arbeite ich als nächstes, deswegen sitze ich heute als Co-Pilot dabei, um zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Da hinten geht der Jumbo über uns durch. Flugfläche 150, deswegen dürfen wir noch nicht weiter steigen. Ja, wir haben tatsächlich 50 Knoten Rückenwind, das ist geil. Wir werden so schnell da sein. Also Stunde 15 oder Stunde 20, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Der Wahnsinn, ne? So schnell nach Kroatien. Eigentlich habe ich 1,40 gedacht. Zagreb Tower, Dobro Dan, Delta Echo Golf, Alpha Charlie established. Delta Echo Golf, Alpha Charlie, Zagreb Tower. Good morning, clear to land, runway 04, wind 05. Delta Golf Alpha Charlie, runway 04, clear to land. Wir sehen die Landebahn, ich sitze dabei und schaue zu, der Pilot hat alles im Griff. Wir sind gelandet am internationalen Flughafen in Zagreb und hier steht auch schon der VIP-Bus bereit, der uns dann gleich zu Rimac bringen wird. Flugzeit? Mega gut. Wir sind eine Stunde und 30 Minuten circa geflogen. Hätten wir normal fliegen wollen, hätte uns das ganze Thema 6-7 Stunden gekostet. Es hätte nur einen Flug gegeben von Frankfurt über München nach Zagreb. So war es jetzt insgesamt 2 Stunden von zu Hause bis Kroatien. Es geht um ein Auto mit fast 2000 PS. Das schnellste E-Fahrzeug der Welt. Für über 2 Millionen Euro. Die Frage ist aber auch, kann uns Rimac begeistern mit dem Fahrzeug? Wir sind ja leidenschaftliche Bugatti-Fahrer mittlerweile. Mal gucken, was der Rimac drauf hat. Wir haben ja heute unter anderem die Testfahrt. Wir sind richtig gespannt auf das Auto. I'm Omid. Nice to meet you. Hi. Hi, Branimir. Nice to meet you. Hi, Branimir. So Branimir will be driving with us. Okay. What's this? Some guy left some letters for you. I don't know why. Okay, you got me, you got me. Okay, they heard about our accident with our ladder, with our Bugatti. Da lag einfach eine fette Leiter mitten auf der Autobahn. Drive safe and stay ladder free. Okay, are there any ladders on the highways in Croatia? This was the only one. Currently not. Jetzt fahren wir auch mal den Nevera, mal gucken, was das Auto drauf hat. Das Auto steht schon bereit und wir dürfen sogar mit dem Auto selbst zur Teststrecke fahren. Also Leute, ab geht's rein ins Auto. Icon. Ich sitze zum ersten Mal im Nevera und ich muss eins sagen, die Sitze sind verdammt bequem. The seats are so comfortable. Yes, they are. Is it like a standard seat? Actually, yeah, this is the seat for Nevera. I could sleep in this one. Yes, it's not a problem, for me at least. Das ist der bequemste Sportwagensitz, in dem ich jemals saß. Das ist unglaublich. I'm buying it. Yeah. I'm buying it. It's so comfortable. That's it. I will just put you I need a granny, grandma seat position. No problem. We always do that. Just a second. A little bit more. And that's it. Now? Okay. Now it's perfect. Yeah, okay. Sounds like a spaceship. Also Leute, ich sitze jetzt seit 10 Minuten
zum ersten Mal im Rimac Nevera und es fühlt sich für mich an, als würde ich das Auto schon ein Leben lang fahren. Es ist das mit Abstand bequemste Hypercar, in dem ich jemals drin saß. Die Griffigkeit am Lenkrad, das gesamte Interieur, das intuitive Infotainment am Fahrzeug. Es ist wirklich perfekt. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich bin nicht hier, um für Rimac Werbung zu machen. Aber wenn etwas gut ist, dann muss man sagen, dass es gut ist. Und dieses Auto fühlt sich verdammt gut an. Und das, wenn man bedenkt, dass dieses Auto bereits als Demo-Fahrzeug schon 20.000 Kilometer gerissen hat. Das Auto ist wirklich verdammt gut. We were in Sport Mode, yeah. Which is 70% yeah. of power. It's not even the full power. Even in this mode, it's perfect for it. Yeah, you can do a little bit. Oh, fuck. That was unexpected. Yeah, it really goes well. It's not even the full power. Das Auto fährt sich wie ein Daily. Also, er ist mega bequem. Es gibt nichts auszusetzen. Beschleunigen so richtig wollen wir das Fahrzeug erst, wenn wir auf der Teststrecke sind. Left? Ja, yes, left over here. Ja, da sehe ich schon die Teststrecke. You see the flags. Yeah. Aber okay. Den Test als Daily hat das Fahrzeug absolut bestanden. Traumhaft. Okay. So Leute, angekommen auf der Rimac Teststrecke. Ich sage euch, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Von den Blinkern bis zu wie schalte ich das PDC aus, bis hin zu wie funktioniert das Navi. Vom Komfort über Geschwindigkeitshuppelfahren, alles perfekt funktioniert. Jetzt wollen wir aber auch gucken, ob es ein adäquater Rivale für unseren eigenen Bugatti Chiron Sport ist. Was kann das Fahrzeug, was Beschleunigungswerte angeht? Das finden wir jetzt raus. I do even have the world's fastest watch with me. That's the Bugatti watch with now the 16-cylinder engine. Yeah, that's cool. That's super cool. Es ist Spitzenklasse. Das ist absolute Champions League. Diese Uhr ist deutlich teurer als das Haus, das ich mir vor 10 Jahren gekauft habe. We will try first the launch control of the car. Put the left foot on the brake. Yes. Full throttle. And now release the brake. Wow! Now hard braking. Okay, that was surprising. One more time! I never felt that in a car. Yeah, really? Never. Ich habe gerade zum ersten Mal den brutalsten Launchstart meines Lebens hingelegt und alles, was ich will, ist nochmal, one more time. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Okay. Ready? Let's get ready. Let's go. Oh! Now break. One more time. One last time, okay? Of course. Ready? Und zum dritten ready. Mal. Launch control. Really ready. Third Born time. Ready for this. Third okay. Time. Okay. Okay. Born ready. Let's do it. And let's go. Woohoo! Now slam the brakes. Slam. Okay. Boah, that was crazy. That was really crazy. Leute, wir haben 150 km/h erreicht. Auch ich weiß nicht wie viel und ich weiß auch nicht wie schnell. Ist auch egal, das war das geilste Gefühl ever. Okay, now we can go on a lap. And now full throttle. Now push it, yeah, push it now. Now slam the brake. Okay, insane perfect. Brakes, total yeah. Control of the car. Also, ich mache hier gerade eine brutale Vollbremsung. Ich bin voll aufs Gas getreten und das Auto ist nicht eine Sekunde an nur einen Millimeter abgewichen. We will not do this late braking because okay. We have a lot of dirt over here and if the car understood. Catches the dirt, we have a problem. You know? Okay. Okay. Let's do it again. I can see you like to play. That's okay. I really like to okay, play. Okay, brake, keep the radius, keep it. Try to keep it constant. Gently. Play with the throttle. That's okay. Cool. Das ist das geilste Gefühl ever, das ich in einem Auto hatte. Die Beschleunigung war brutal. Also beim ersten Mal hat es mich vom Sitz gerissen, auch beim zweiten und dritten Mal. Wir hatten so viel G-Kräfte beim geradeaus Beschleunigen, dass ich mit meinem linken Fuß gerade oder mit dem rechten Fuß gerade noch so auf die Bremse gekommen bin. There was so much power that I had to fight to get on the brakes. Yeah. Ja? Und dann das Bremsen, Leute, brutal. Also ich habe voll raus beschleunigt, die volle Power genutzt, dann bin ich voll auf die Bremse gestiegen und das Auto ist einfach perfekt in der Spur geblieben. Es ist nicht ein Millimeter nach links oder rechts abgewichen, als wir gebremst haben. Vollbremsung, full brake and the car was just going straight the line. Yes. Amazing, 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 amazing. It smells like Teen Spirit.
Great, great. Bei extremstem Fahrverhalten ist das Fahrzeug immer sicher. Also du fühlst dich immer sicher, das Fahrzeug verhält sich immer perfekt. You feel always perfectly safe inside the car. No matter what he's doing, how crazy he goes, it's always like a safe feeling inside the car. That's really great. So Leute, jetzt heißt es fahren. We can do some donuts, of course, but we have to save the tires for the other guys. I'm not a donut guy, actually. I'm not a donut guy at all. Okay, now we are going to... We are going to just to play a little bit. Okay, yeah? Let's play. Is that okay? Always. Okay. I can shout like a little girl. Uh-huh. You don't have to, because the ride in this car is not scary, you know? It's super quick, but it's also relaxing. You can see what I mean. So if you want to use that grid mode, it can be super gentle, you know? Wow. Do this stupid stuff as much as you can. You know? Show me how you drive a fast lap. Actually, we cannot use and do the fast lap because we have a lot of dirt on the track. So it's not frightening, right? No, it's not at all. It feels perfectly safe inside the car. Yeah, it is perfectly safe. Precise. Yeah, it is. Because I can talk with you all the time and yeah. That's it. Leute, warte, so. Leute, ich sag euch, ich bin inklusive. Hast du's? Leute, ich sag's euch, ich bin inklusive des Bugatti Chiron Sport jedes Auto dieser Welt schon gefühlt gefahren. Was ich hier drin gerade gespürt habe, war unvergleichlich. Die Leistung, das Bremsverhalten, die Präzision, das in Verbindung mit dem Komfort im Wagen, das ist unglaublich. Also es ist wirklich der krasseste Wagen, den ich jemals gefahren bin. Hut ab, was die Jungs hier in Kroatien entwickelt haben, sucht weltweit seinesgleichen, sage ich euch. Ab heute bin ich ein riesiger Rimac-Fan. Ich kam heute Morgen hierher mit der Annahme, wir gucken mal, was das Auto kann. Ich sage euch, die Jungs haben mich vom Hocker gerissen. Unbeschreibliches Gefühl. Ich bin gerade voll mit Adrenalin, voll mit Endorphinen. Ich würde am liebsten gleich wieder rein und weiter, weiter, weiter und einen Launchstart nach dem anderen machen. Also von mir gibt es 1000 von 100 Punkten für das Auto. Where can we sign the contracts? Okay, let's go. Let's go. Überlegt euch mal, vor 12 Jahren hat das Ganze erst angefangen und jetzt stehen wir in so einem riesen Ding. Die Entwicklung ist unglaublich, Leute. Führt euch vor Augen, wenn man will, was man erreichen kann. Nicht nur Mathe Rimac, auch wir haben vor 12 Jahren noch Autos für 5000 Euro verkauft und heute stehen wir da und haben einen der teuersten Showrooms der Welt aufgebaut. Wir sind heute als Bugatti-Fahrer, als Multi-Bugatti-Owner, sind wir mit unserer Privatmaschine nach Kroatien geflogen, wo es für uns darum geht, ein Rimac vielleicht heute zu kaufen. Das ist krass, Leute. Glaubt an eure Ziele, verfolgt sie hart, arbeitet 7 Tage die Woche. Wenn ihr euch Dinge kaufen wollt, ohne auf den Preis zu gucken, dann arbeitet auch immer so lange, ohne auf die Uhr zu gucken. Hier seht ihr schon Kevok und ich auf der Leinwand. Wir sind für heute die VIP-Gäste hier im Werk. Gleich geht's los. Heute Abend stößt dann Mathe selbst zum Abendessen dazu. Wir dürfen hinter alle Geheimtüren schauen. Felix hat die volle Freigabe, alles zu filmen, was ihm vor die Kamera kommt. Also Leute, ab geht's. Ganz cooles Detail, die Firma ist pet-friendly, also die Mitarbeiter dürfen auch ihre Haustiere hier mit reinnehmen und die, nicht nur die Mitarbeiter bekommen dann einen Mitarbeiterausweis, auch die Haustiere bekommen einen. What's that? That looks for me something like out of the movie Avengers, like a piece of... I cannot tell you much, okay. You need to guess it, I guess. But okay. Here on this part it will be in the new... Chiron, right? I don't know. You see here a lot of... Okay, can we have a look again? Yes. Are we allowed? Also Leute, uns wird nicht verraten, was das ist, aber es ist Teil der Zukunft. Ja? Für mich sieht das aus wie ein Teil aus Avengers, irgendwas, was aus dem Weltall auf der Erde gelandet ist. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was das ist und wo es reinkommen wird. Sorry. Danke. Eigentlich die Dame zuerst, ne? Und jetzt sehen wir zum ersten Mal Autos. Hier ist die Production Line. This is basically the production or technically the assembly area for the Rimac Nevera. We have a few different stations that everything is separated in. The one that's in front of us is pre-assembly, where over 2,000 smaller components are assembled into about 200 larger components, mainly the larger finishing parts for the car that goes on the final stage of production. We have our production line, assembling area. This is pretty much where the entire assembly process for the Nevera starts. So
This is where the carbon fiber monocoques are inserted with a little over 200 aluminum inserts. Felix, wir haben hier das Carbon-Monocoque. Und schau mal, es ist das größte Carbon-Monocoque der Welt, also das größte Stück Carbon-Monocoque der Welt, und es wiegt nur 200 Kilogramm. Und hier startet die Reise des Fahrzeugs. Also hier, dann werden, wie du hier drüben sehen kannst, die ersten Komponenten zusammengebaut und dann geht es weiter in die Produktionsstraße. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich sehe zum ersten Mal so einen Carbon-Monocoque, muss ich gestehen. Guck mal, Felix, hier hast du schon die Vorbereitung, ne? Alles ist schon vorgeformt, ne? Für das Infotainment, für den Tacho, alles schon da. Krass, wie alles aus einem Stück zusammengefügt wird. Also wir sind jetzt hier in der Fertigung und hier sehen wir den stärksten Antriebsstrang der Welt. Ja? The world's strongest powertrain, right? Mm. Yes. The most powerful. Hier haben wir den hinteren Antriebsstrang für die Hinterachse. Du hast hier zwei E-Motoren, ja, und in der Mitte das Getriebe sitzen. Und dann werden die verbunden mit den Hinterrädern. Hier haben wir 1500 PS. Und dann haben wir noch den dritten Motor für die Vorderachse. Hier sind weitere 500 PS. Der Unterschied ist hier, hier hast du die beiden Motoren außen und das Getriebe in der Mitte. Und hier hast du dann den Motor innen und das Getriebe außen. Also wir haben insgesamt, gucken wir hier auf 2000 PS Systemleistung. Überlegt euch das mal, 2000 PS. Hier wird der Nevera dann final zusammengebaut. Wir starten bei 1, bei Verkabelung. Dann kommen hier Powertrains, also Antriebsstränge rein. Da ist dann die sogenannte Hochzeit. Do we still call it marriage for these cars? Yeah. Ja? Hier ist dann die sogenannte Hochzeit, wo praktisch dann der Antrieb, die Systemleistung und das Monocoque zusammenkommen. Und auf der letzten Station, die Station 4, haben wir das Exterior und das Interior Design. Da kommt dann alles zusammen auf Station 4. Also wir haben das Exterior, so the doors and everything are mounted at 4. Also da kommen dann die Türen und die Anbauteile dran und das passiert dann ganz am Ende. Da kommen alle Teile zusammen. Und Felix, hier haben wir jetzt ein quasi fertig gebautes Fahrzeug. Ne? Wir haben hier, ne, viel Carbon im Heckbereich. Wir haben das Passenger-Display im Innenraum. Das Lenkrad ist schon dran. Ja, ich sehe rote Sitze. Ja? Viel Carbon. Hier seht ihr nochmal das Carbon-Monocoque, das jetzt verarbeitet wurde. Die Türen sind dran gekommen. Das Auto, ne, besteht aus rotem Leder, rot-schwarzem Leder. Sieht schon gut aus. Da ist eine Plakette mit den Unterschriften von allen Mitarbeitern, die am Nevera-Projekt mitgearbeitet haben. Ich habe das mal kurz verglichen mit der Idee von damals AMG. Da stand ja auf jedem AMG-Motor der Name desjenigen drauf, der den Motor zusammengebaut hat. Aber hier hat man die Ideologie, es hat ja nicht nur eine Person an dem Projekt mitgearbeitet. Also sind wirklich alle Personen, die mitgewirkt haben an dem Projekt, namentlich hier drauf verewigt. Toller Gedanke, ne? Toller Team-Spirit. Ich habe ja das Thema Hochzeit gerade an Station 3 thematisiert, was immer der spezielle Moment für die Automobilhersteller ist. Hier im Werk wurde gesagt, der besondere Moment hier ist nicht die Hochzeit an sich, sondern auf Station 4. Ihr hört das ja auch, ne? Ihr hört das immer wieder hier hinter mir. Wenn dann erstmalig die Batterie in dem Nevera auch zum Leben erweckt wird. Und ja, ein ganz besonderer Augenblick. Was machen die Damen? Okay. Leute, jetzt haben wir ein ganz, ganz, ganz besonderes Fahrzeug hier in der Produktionslinie gefunden. Komm mal mit, Felix. Das ist ein Nevera mit Full Carbon Body. Und das Auto wird für keinen geringeren gerade angefertigt als Matte selbst. Also das ist Mattes Auto, mit dem er dann später fahren wird. Wir können heute behaupten, dass wir das Auto in der Produktionsstraße gesehen haben. Später wird es wahrscheinlich überall in den Medien sein. Matte wird das Fahrzeug auf vielen Treffen wahrscheinlich fahren rund um den Weltball. Und wir können heute behaupten, wann immer wir das Fahrzeug jemals auf der Straße sehen werden mit Matte dahinter, wir waren da, als es gebaut wurde. Und tatsächlich muss ich sagen, so ein Full Carbon Body ist etwas, was mich persönlich auch interessieren würde. Es ist nicht jedermanns Sache, aber ich hätte das Auto auch gerne in einem Full Carbon Body. Ist natürlich eine Preisfrage. Why is it more expensive to have a full carbon body instead of a painted body? Because actually you don't need to paint it anymore. Yeah, because on the paint it's not always super perfect. Where on the visible you need to make sure that every wheel is super perfect.
no, let's say, scrap or any issues there. If you are allowed to paint it, yeah, there can be minor faults in the carbon structure because it's just just the structure and you're going to paint it. Und jetzt geht's in die Lackiererei. Das sind praktisch die Teile, die lackiert werden. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten auf der Produktionsstraße die Station 4, wo dann die fertig lackierten Teile ans Auto montiert werden. Schau mal, hier hast du nochmal die ganzen Carbonstrukturen in den Teilen, die du siehst. Also ich habe vorhin gefragt, warum es teurer ist, das Fahrzeug in Sichtcarbonoptik zu bestellen als lackiert, weil theoretisch könnte man ja einfach sagen, okay, Sichtcarbon muss ja nicht mehr lackiert werden. Aber nein, dem ist nicht so. Der Grund ist ganz einfach. Wenn ihr das Fahrzeug in Sichtcarbonoptik bestellt, dann muss das Carbon, was ab Werk geliefert sein, perfekt sein. Was ab Werk geliefert wird, perfekt sein. Hier kannst du ja sonst hergehen und sagen, ich lackiere drüber. Wenn da kleinste Einschlüsse oder Fehler im Carbon sind, lackieren wir drüber und das sieht ja eh keiner. Aber bei so einer Sichtcarbonoptik muss das ganze Carbon von Anfang an, ab Moment der Lieferung, im perfekten Zustand sein. Und hierzu bedarf es manchmal mehrerer Versuche, um das Carbon so perfekt ab Werk präsentiert zu bekommen. Also beeindruckend, oder? Die Lackiererei, das war wirklich beeindruckend. Alles Handarbeit im gesamten Werk. Ist euch das aufgefallen? Ihr seht nur Menschen direkt mit ihren Händen an den Autos arbeiten. Ich habe keine Roboter an den Autos arbeiten sehen. Jedes Teil. Überlegt euch allein mal, es werden 36 Stunden zum Polieren einer Tour zu. Zum Polieren einer Tür benötigt und insgesamt braucht eine Tür 2 Wochen nur in der Lackiererei. Das ist imposant, aber ihr merkt das Maß an Perfektion hier drin. Wir sind jetzt in der Sattlerei drin und dürfen einmal rein. Da sehen wir auch schon die verschiedenen Leder, die Materialien. Es ist hier viel, viel ruhiger als in anderen Bereichen. Yeah. Do you have a special orange thing right now or a car with lots of orange? In few, 2 months we had 3 others with orange leather. Yeah. So it's, like orange is becoming popular meanwhile. Yeah, right? Yeah. It's like inspired by MS Orange, right? Seems so. What? Das ist übrigens das gleiche Leder, das wir auch bei unserem Gumball Bugatti drin haben. Das gleiche Braun, das ist der gleiche Braunton. Also hier machen die auch das Leder für Bugatti, es ist das gleiche Leder. Es riecht wie ein Bugatti, genau. So, it's really done by hand. Yes. All is done by hand. Here door armrest. Armrest, yes. Are you working on a specific car right now or just many cars at the same time inside here? A few cars in the same time, around two, three cars in the same time we are doing. How long you need for one car? Around 10 working days. 10 working, yeah. Just inside here? Yes. For the upholstery? Yes, yes. So, thank you. Feel free to thank you. Come inside. Also, wir sind jetzt hier im Wiring, also Verkabelung, Kabelstränge werden wohl hier gemacht. Das ist krass, wie riesig das hier ist. Alles passiert im Haus, also das ganze Auto wird in-house gebaut. And check. That's a total car. No, that's okay. Just one of the smaller harnesses in okay. The car. So this is the dashboard carrier, the harness. That's underneath the dashboard. It connects mirrors, doors, infotainment, and everything in a car. So according to these tables, we know which wire because we have printed serial number on it to connect where. When everything is connected, everything is taped according to our specifications. Those T markings correspond to the T markings on the chassis, so we know exactly in a millimeter where to position the harness. So this harness is finished. Over here you can see some of the biggest harnesses in a car, and it's in process still. So you see the complexity and all wow. The wires in it. All done by hand. Yeah, this is the rear main, so it connects the rear end of the car to the front. It's one of the biggest harnesses in a car. How do the guys know how to put which wire in which piece? So, you remember, do they tell by colors or? No, by the wire name. Every wire has a specific okay. Name. And according to that, operator will have to find where that wire goes. Oh, okay, I have green pin. This is, I don't know, C508, pin 1. Okay, pin 1. And you trace it to another place. Oh, read again, oh, okay, here, top, and you just play it like big Lego. Just like this.
not quite, but yeah, with the experience, it's not a problem. So, 25 Kilometer Kabel stecken in einem Rimac, der Navara. Yeah, 15,000 connections. 15,000 Verbindungen. And all the wirings in a car weigh around 60-65 kilograms. 65 kilograms? Yeah. How many connections was it? 15,000. 15,000. Yeah. Also wir haben 15,000 Anschlüsse, 25 Kilometer Kabel, 66 Kilogramm Kabel und 89? Yeah, 89. Und 89 Kabelstränge. Überlegt euch das mal. Hi, how are you? Felix, hier kannst du sehen, ne, wie er jedes einzelne Kabel per Hand verbindet. Wir könnten es sich so leicht machen und sagen, du, wir holen das alles über Zulieferer rein. Aber es wird hier alles im Haus gemacht. Das ist sensationell. Krass, was für eine Detailarbeit da drin steckt. Ihr seht auch die ganzen Farben. Ne? Das ist eine Arbeitsweise, die hat Toyota vor Jahrzehnten erfunden, das sogenannte Kanban-System, dass man einfach quasi in Anführungszeichen durch Farben direkt aufzeigt, was womit verbunden werden muss. Das ist die Stelle, wo ich Gänsehaut kriege. Das ist die Halle, die ich schon etliche Male in verschiedenen Videos gesehen hatte. Das erzählt im Prinzip auch einmal hier rechts die Anfänge von Rimac. Und jetzt sind wir auch endlich mal selbst in dieser Halle drin. Das ist brutal. Also das Gefühl, hier drin zu stehen, ist unbeschreiblich. Weil hier wird Automobilgeschichte im Prinzip geschrieben. Yes. Oder wurde schon geschrieben. So, yeah, you have several cars which are parked here. Cars are from Rimac family, let's put it this way. Abelio's in a Rimac factory, right? Right, yes. But he tells his story also. Yes, yes. The Chiron Sport. Mm-hmm. Siehst du also, Felix, das ist das Auto von Mathe selbst, ein Bugatti Chiron Sport. Und hier siehst du, ne, das Sichtcarbon in Blau. Schon heftig. Hier hast du die Frankreich-Flagge, ne, für Bugatti. Und auf der anderen Seite hast du wieder die Kroatien-Flagge. Und das erinnert mich an denselben, an dasselbe Spiegelgehäuse wie vorhin in der Lackiererei. Ne? Da haben wir ja auch das Spiegelgehäuse von Mathe gesehen. Ja, Wahnsinnsauto. I think I would go for full black. Do you have orange? Can we have this also orange? We are really, really interested to invest. I think it's an invest what we're doing. We're not buying something, we're investing. Ja. Wir hätten gerne einen Full Carbon Body. Ja, ja. Ja, Visible Carbon. Das habe ich auch bestellt. Und wir haben da gerade ein Chassis noch rumstehen sehen. Das braucht wohl keiner im Werk. Das können wir noch anmachen. Ich glaube, das Fahrzeug wäre dann auch schneller lieferbar. Wir platzen vor Freude und vor Stolz, heute mit Mathe hier sitzen zu dürfen. Wir machen jetzt auch wieder die Kameras aus, weil wir heute keine Kameras am Tisch haben.